Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und ich sitze mal wieder vorm Rechner. Ja, was würden wir ohne Rechner und ohne sowas machen? Ne, die ganze Internetgeschichte und Handys, au, 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 da wären wir aber aufgeschmissen. Ich schneide hier gerade für euch was zusammen, was ich dann auch gleich hochlade. Und zwar will ich Leuten, die da draußen meine Videos gucken, eventuell die Chance geben, dass sie, wenn die einen Kanal haben, dass sie den so ein bisschen pushen können. Da helfe ich gerne bei. Na, ich habe jetzt hier einen Freund, ne, aus Solingen, und zwar den Holger, der auch Videos macht. Der hat keinen Kanal, aber er schickt mir die immer, hat mir auch die Erlaubnis gegeben, dass ich da mal so ein paar kleine Dinge nehme und die mal hochlade. Also ist ein ganz interessanter Typ. Und so, der schraubt natürlich an allen rum und so und hat auch was drauf. Das könnt ihr euch jetzt mal hier angucken. Ja, servus, meine lieben Rollerfreunde. Willkommen hier in der Unordnung. Wir haben Sturm. Leute, ey. Bei uns fliegen fast die Bäume um hier. So, aber darum geht's nicht. So, was haben wir hier? Ich bin nochmal mit dem Sverra zugange. Wie gesagt, ich will ihn verkaufen und dann muss der 100% sein. Ja, sonst geht der nicht raus. So, ja, ist ein bisschen unordentlich hier, muss ich mich entschuldigen. Hier ist auch alles nass. Das hat so geregnet. Hier 1,5 Meter bis unter die Terrasse. Ja, das muss ich jetzt gleich erstmal abputzen, alles. Mal ein bisschen aufräumen. So, aber wo es mir drum geht, Leute, hört mal. Eine Vario. Ja, eine Vario fettet man nicht mehr. Also, die Gewichte sind teilweise selbstschmierend. So, bei dem Fetten ist das Problem, die Rollen kleben. Ja, und wenn die kleben und kommen nicht mehr in den. Oder geht schwer in den Ursprungszustand, ja? Das kannst du vergessen, das geht nicht. Ich fahre alle meine Roller, die ich habe, und das sind nicht wenig, die mich kennen, die wissen das, fahre ich alle ohne Fett. Ich habe auch Dr. Pullemans, ja, Dr. Pulley drin, diese Käseecken, ja? Pullemans ist ja vom Rolf, ne? Rolf, grüß dich übrigens, das Video schicke ich dir gleich noch. Ja, und ich baue wieder hier zurück auf. Da hat einer alles ausgebaut. Leute, ey, hier ist die Ölpumpe raus und alles. Ja, die Leute wundern sich, dass die Motoren kaputt gehen. Aber warum? Leute, guckt doch mal hier. Ja, hier habe ich einen Roller, eine Ölpumpe. Ja, die habe ich so aus dem Roller ausgebaut. Und guck mal hier. Da ist so ein heftiger Knick im Schlauch, ja. Leute, wie soll da das Öl hochgepumpt werden? Jetzt frage ich euch mal. Da könnt ihr mal ein Statement zugeben, ne? Das ist alles so eine Scheiße. Das sind alles Fehler, die man sich selber einbaut. Ja, servus Leute. Hier zum Thema Sverra RST 50, Baujahr 1998. Ja? Letzte Mal zugelassen. 2005. Ja? Jungs, ich habe ein ganzes Teilekonvolut aufgekauft für ein Appel und Ei. Drei Roller und Ersatzteile ohne Ende. Neue Scheinwerfer dabei, zwei Stück und das Ganze für 250 Knüppel. So. Aber hier suche ich jetzt mal wirklich Fachleute. Fachleute. Ich habe hier ein Problem. Und zwar, ich habe keinen Zündfunke. Ja. Und wenn ich den Blinker anschalte, ja, geht mein Bremslicht an. Eigentlich ist das ein Zeichen von Masseproblem. Ja? So. Zündfunke habe ich alle schon unternommen. Ich habe jetzt dreimal die CDI getauscht und neues Kabel, neuen Stecker. Ja. Kann natürlich sein, dass die Lichtmaschine noch kaputt ist. Ne? So. Da habe ich aber auch 4 Stück als Ersatz. Also, wie gesagt, das Basteln ist hier. Ja, was heißt basteln? Nee, das ist Schrauben. Ich bastel nicht, ich schraube. So. Ist ein Problem. Also den Fehler, den suche ich noch. Und also der Roller ist Top-Zustand. Ja, der hat 7000 Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oder 7200, keine Ahnung. Ja. Also, und das für das Geld, ne? So.
Sonst muss ich mal gucken. Irgendwas ist am Kabelbaum vielleicht nicht in Ordnung. Hier sind ja, ihr wisst ja, es wird alles verbastelt und etc. pp. Ja. Ich bin nur froh, dass ich meine Rampe hier habe, also meinen Hubtisch, um die Sachen hochzufahren, damit ich nicht immer auf dem Boden arbeiten muss. Also das habe ich ein paar Jahre gemacht und jetzt ist aber Feierabend, ne? Ich werde nicht jünger, ne? Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao! So, Jungs, ich habe mir mal die Mühe gemacht, meinen, oder beziehungsweise den Sverra, den ich weiter verticken will. Ihr wisst ja, die Sverra stehen relativ hoch im Kurs. Für einen guten kriegst du 5, 6, 700 Euro, ne? So, ja, hier waren gleich mehrere Fehler vertreten. Also ganz, ganz übel. Guckt euch als allererstes mal die Zündung an. Ja, hier der Pickup, der ist total verkeimt. Der hat so eine dicke Ölschicht drauf. Ja, ich habe die ganze Zündung getauscht. Zu meiner Ehrlichkeit, ja. So, ich habe einen neuen Simmerring eingebaut, hinter der Zündung halt. Das gehört sich, ich will den verkaufen, Jungs, da muss der in Ordnung sein. So, und das nächste Problem, Rolf, hör genau zu, ist hier der Benzinhahn. Der funktioniert, wenn ich mir Mund sauge, geht der super. Aber ich muss richtig ziehen, also der hat ein Problem im Unterdruck. So, das ist alles ein bisschen improvisiert hier bei mir. Guckt mal hier, selbst, ich habe keinen richtigen Zündkerzenstecker drauf. Aber ein mega Funke jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht weiß das einer von euch, die blaue Zündspule hier, also ob die nur für Mofa war oder auch für die 50er oder ja, das weiß ich jetzt nicht. So, und guck mal hier, Unterdruck, ne, abgeklemmt, überbrückt. Ja, hier eine Spritze drauf, Rolf, das habe ich dir ja immer gesagt zum Gucken, ne? Jungs, und was soll ich euch sagen, ne? Hier, Zündschlüssel umdrehen. Sofort ist der Motor da. Sofort. So, und Gas. Ja. Also, ich habe die ganzen Drosseln drin gelassen, hier bei dem Roller. Der ist hier. Im Ansaugstutzen ist der gedrosselt. Der hat ein 12x12 mm Loch. Ich will nicht hoffen, dass das von der Moffa ist. Ja. Aber Moffa hat noch kleiner, die hat nämlich nur einen Runden drin. Das habe ich auch schon gesehen. So, Original Piaggio, guck mal hier. Der ist in einem Top-Zustand, der Roller. Ja. So, das ist jetzt wieder ein sehr langes Video. Aber, Jungs, ne? Was so ein richtiger Schrauberkönig ist, ihr wisst ja, ne? Der kriegt alles hin, ne? Grüße hier von Schrauberking Solingen. Ciao und tschüss. Ja, ich hoffe, dass euch das kleine Video gefallen hat. Da habt ihr mal so ein bisschen Eindruck. Solltet ihr auch einen Kanal haben, den eventuell so ein bisschen pushen. Ne, wie gesagt, schickt mir über WhatsApp so ein paar Sachen. Gebt mir die Erlaubnis, dass ich das auch veröffentlichen darf. Man darf das nicht einfach so wegen Urheberrechte. Da müssen wir immer dran denken. Und wenn ich euch da helfen kann bei der ganzen Geschichte, bin ich natürlich gerne bereit, das zu tun. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao.